Erler nehmen heute mit Heller von Sinnen, Matze Knob, Barbara Schöneberger, Guido Kanz und Bernhard Hohecker. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass Sie da sind an diesem Samstag. Heute Abend. Hallo, herzlich willkommen. Hallo und Hallo. Herzlich willkommen. Servus, grüezi und was ganz Neues. Gute Laune sowieso, denn der Musik Hugo macht alle froh. Nee, wir sollen ja schon reden. Wir sollen Ehre, schon bei der Wahrheit bleiben. Matze, was sagen wir dazu? Was sollen wir dazu sagen? Es ist. I'm a hero. Irgendwie ist heute also was ganz albernes Volk hier. Ich weiß auch nicht, was los ist. Der Einzige, der wirklich ernst ist und wirklich mal richtig was zu sagen hat, ist Guido Kanz, der auch sehr seriös bei uns heute in der Sendung auftritt. Er ist wie gewohnt. Dementsprechend angezogen. Du siehst aus ein bisschen wie der Termi. Wie heißt der? Ich weiß nicht, was du meinst. Terminator? Nee, Termiten. Terminkalender. Thermoskanne, Herr Balder. Was denn jetzt? Ich hab's vergessen. Der Terminator, der sich dadurch auszeichnet, ein hervorragender Kämpfer zu sein, weil er aus der Zukunft kommt, aber nicht in der Lage ist, ohne österreichischen Akzent Englisch zu reden. Genau, so siehst du aus. Der Bernhard ist auch wieder gut drauf. Hatte ich schon drauf gesagt, dass ich auf Tournee bin eigentlich? Nee. Ich wollte nein. Ja grade, nein, du bist auf Tournee. Moment. Wo bist du denn überhaupt? Ich wollte es gerade sagen, der ist schön, dass Guido hier ist, der ist an sich auf Tournee. Genau. Und zwar, du bist seit vorgestern bist genau, du. Genau, wo warst du? Wo warst ich angefangen Ludwigsburg habe ich gelesen. Das habe ich so einen Artikel. In der SZ. Ich habe mich dann kurz mal losgeeist, um hier zu sein. Finde ich nett. Aber dann morgen geht's schon weiter. Wo bist du denn morgen? Das weiß ich gar nicht so. Nein. Wahrscheinlich ist es schon im Navi drin. Ja, ja. Aber gestern Abend soll es ja auch nicht schlecht gewesen sein. Die Tournee heißt ja, ich will ein Kind von dir, wo du gerade fragst. Weiß, das war also schon. Wie war es gestern? Gestern Abend war richtig gut. Das habe ich los, im zweiten Teil die Geschichte erzählt, das mit dem Typen aus der dritten Reihe. Das war echt geil. Ja, erzähl mal. Bernhard reist immer mit, deswegen. Ich bin der Typ in der dritten Reihe. Also, Guido Kanz auf Tournee. Wenn Sie, ich will ein Kind von dir, also heißt die Tournee. Gehen Sie hin. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Jetzt geht's Dings los hier. Hör überhaupt zu lachen. Ich kann so nicht. Wie heißt die Sendung nochmal? Die Sendung heißt Genial daneben. Danke. Frau von Sinn freut sich. Gucken Sie sich diese Frau an. Gucken Sie an, die muss ich, auf die gucke ich immer. Hast du die Zunge gerade gesehen? Also gerade die Zunge gesehen? Schauen Sie sich diese Frau an. Ich würde so furchtbar gerne anfangen, Herr Balder. Und das kann sie fehlerfrei in drei Sprachen sagen, meine Damen und Herren. I'd like to start now. Very good. Je voudrais. Je voudrais. Französisch hatte ich eine 5. Oder wir fangen an. Marin Gnichwitz wohnt in Hamburg. Marin Gnichwitz aus Hamburg möchte wissen, was ist der Matthäus-Effekt? Hallo. Hallo. Wo wir gerade über Englisch reden. Ich meine, du kannst es ja gut nachmachen, aber Matthäus ist ja nach New York gefahren, hat da Fußball gespielt und hat gesagt, I'm here for play soccer. Der kann ja nun überhaupt keine Fremdsprache. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommst und mit der Fremdsprache nicht konfekt bist, dann nennt man das hier Matthäus-Effekt, weil man überhaupt keine Ahnung, was man gerade erzählt. Das ist, wenn du in Spanien bist und irgendwas bestellst und dann dieses Schälchen mit dem Zitronenwasser kommt und die Frau sagt, hast du wieder was zu trinken bestellt und das ist zum Händewaschen. Das ist der Matthäus-Effekt. Das ist der Matthäus-Effekt. Ich fürchte ja, wir befinden uns im religiösen Bereich. Matthäus ist ja nach New York gefahren. Verdammte Scheiße, das gab's damals doch noch gar nicht. Aber wofür steht jetzt nochmal Matthäus? Ja, Lukas, Matthäus, Evangelium. Zweites. Aber vielleicht ist das wieder irgendwie, wir hatten doch neulich diesen Johannestrieb. Und Johannes ist doch auch irgendwie eher ein religiöser Apostel. Vielleicht sind aber auch beide Sachen zusammen, dass vielleicht Lothar Matthäus mit einem religiösen Hintergrund, dass der vielleicht, ja, kann ja sein. Welchen denn? Das weiß ich noch nicht. Das versuche ich jetzt gerade mal. Super nein, nein, warte. Es gab ja diese Szene, wo er im Fußballstadion, dass es für jemand, also ich glaube, also vielleicht doch eher Lothar Matthäus, also jemand, der sich übervorteilt fühlt. Also Lothar Matthäus gibt doch diese Szene, wo er sagt, das ist eine Riesensauerei und so weiter. Kannst du dich erinnern? Nee. Soll ich das nochmal ausführen? Ja. Also er wird vom Schiedsrichter und der hat uns hier verpfiffen, das ist eine Riesensauerei, das geht so nicht. Und das vielleicht das jetzt im Zusammenhang damals auf dem Ölberg, die Römer, die dann und so weiter. Das ist eine Riesensauerei, dass sie ihn jetzt abholen und so weiter. Zusammen. Das ist eine Sauerei. Hat das jetzt irgendeiner verstanden? Nee. Ich könnte auch erzählen, dass ich auch auf Tournee bin, aber das machen wir dann später. Ne? Also, Matthias, es wird was mit dem Kollegen zu tun haben aus der Bibel, ist ja klar. Die Frage ist nur, obwohl ich auch Messdiener war, weiß ich nicht mehr genau, was den Herrn Matthäus ausgezeichnet hat. Ist nicht so ein merkwürdiges Licht bei der Seefahrt?
Wie heißt das denn nochmal? Sirene. Nee, das sind die Stimmen. Sirene ist sonst. Licht wird nicht mit den Ohren wahrgenommen. Ach so. Ich hab nur Ohren. Gibt's nicht so ein Hüsselmeerfeuer? Nee, wie heißt das? Wie heißt das? Feuer. Es gibt so, nee, wie heißt Elms das? Elm, St. Elmo. Nee, okay. St. Elmo's Feuer. Ist das Dieter Bohlen? Ja. Nein, das ist der, der aussieht wie Dieter Bohlen, aber aus Australien kommt. Mir fällt gerade der Name auch nicht ein. Matthäus-Effekt. Matthäus-Effekt. Hat was mit Religion zu tun, aber die Frage ist, wer kennt sich jetzt genau mit Matthäus so aus? Also die haben ja gegenseitig... Im weitesten Sinne aber auch nur. Die haben ja gegenseitig voneinander abgeschrieben. Wer? Die Apostel. Evangelisten. Aha. Ja. Und? Das haben die zum Üben gemacht. Das waren Legastheniker und das ist ja ein gutes... Nein, die Legastheniker waren die Freunde von den Evangelisten. Nein, das waren die Cherusker. 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 Matthäus-Effekt. Der Matthäus-Effekt. Also wenn es wirklich was mit der Bibel zu tun hat, dann haben wir ein echtes Problem. Das weil glaub ich glaube, kann es sein, dass es was mit Namenstagen zu tun hat, weil ja zum Beispiel Matthäus ist ja als eingetragener Namenstag und ich heiße ja Matthias mit richtigem Namen und das Matthias wird an Matthäus gefeiert. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand... Barbarossa muss dann, und das ist der Matthäus. Du Hallo. Musst immer feiern bei einem, der fast so heißt wie du, nur nicht Barbara, genauso. Der so gerade nicht hinpasst. Also das heißt, wenn ich feiere, wenn Brigitte eigentlich Namenstag hat, dann ist es der Matthäus. Ja. Weil es im Alphabet einfach am nächsten liegt. Der Matthäus wegfällt. Es hat aber nichts mit Sprache zu tun, dass da auch über dem Ä halt zwei Pünktchen sind und bei Hohecker sind ja über dem E zwei Pünktchen. Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Damit man das Hohecker spricht und nicht Höckerchen. Richtig. Es sei denn, was wäre denn, wenn jetzt über dem O zwei Pünktchen? Dann hieß es Höecker. Genau. Das nennt man deutsche Sprache. Verdammt nochmal, der Matthäus, man denkt die ganze Zeit darüber nach. Was hat er denn für ein Tier? Die haben doch alle so Tiere. Markus ist der Löwe, Johannes ist der Adler. Was haben wir noch? Matthäus ist. Das ist echt super peinlich. Nein, aber es kann ja sein, es ist vielleicht, was soll ich sagen, Matthäus damals, Weihrauch. Kirche, Weihrauch. Bim, 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 bim. Und der Matthäus, dieser Matthäus ist immer ohnmächtig geworden. Und wenn heute in der Kirche Messdiener umkippt, ist das der Matthäus-Effekt. Das hört sich gut an. Beim Rundstar, wenn es unter Altar. Nicht schlecht. Ich wäre in irgendeiner Weise bibelfest, das bin ich aber nicht. Also man müsste wissen, was der Mann zum Beispiel so von sich gegeben hat. Dann wäre man schon einen Schritt weiter. Evangelium nach Matthäus. Ich meine, würde euch auch nicht helfen, aber ich sag's mal. Also ich sag mal so. Also zum Beispiel so Sachen wie die Weihnachtsgeschichte, die taucht nur in einem der Evangelien auf. Und im anderen war nur, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Aber das ist, glaube ich, Johannes. Was? Er meint Johannes Bekerner. Johannes Bekerner. Und ich war das Wort. Willkommen bei Johannes Bekerner. Genau. Der hat ja so Neuigkeiten von sich gegeben früher. Das waren ja so Sachen, die man bis dahin noch nicht wusste, die ja neu erfunden waren und so. Und jetzt stand er da, hat geredet, hat Neuigkeiten erzählt. Der Matthäus. Und Leute sind stehen geblieben, haben zugeschaut. Und dann? Ja, das ist dieser Effekt, dass die Leute stehen bleiben und reden. Ah, und wenn das heute noch nicht, das noch nicht. Aber das ist weitererzählt. Ach, das ist einfach, wenn man eine Geschichte, die stille Post weitererzählt. Nein. Zeuge. Wenn man ein Zeuge ist, Matthäus-Effekt. Nein. Also, Herr Balder, ich weiß es. Gar nichts von denen. Richtig. Ja! Ich würde sagen... Nächste Frage. Nee, also okay, also eine, ich glaub, wir wissen eine Geschichte nicht. Findet statt, jemand ist Zeuge dessen und schreibt es auf. Und verändert es natürlich. Und schreibt es auf und vervielfältigt es. Warum? Das nennt man Raubkopie. Das heißt CD-Brennen. Ach, du hast noch CDs? Also ich werde es euch mal verkündigen. Sozusagen. Ja, sozusagen. Matthäus-Effekt. Wissenschaftler. Herr Bader, wir wissen, was das ist. Machen Sie ruhig weiter. Wissenschaftler neigen dazu, in ihren Abhandlungen bekannte Kollegen häufiger zu zitieren als unbekannt. Das ist so. Dadurch werden die bekannten Wissenschaftler noch bekannter und die Unbekannten bleiben unbekannt. Und dieses Phänomen wurde von seinem Namensgeber Matthäus-Effekt getauft, frei nach einer Stelle im Matthäus-Evangelium, die da lautet, denn wer hat, dem wird gegeben werden, dass er Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Das ist das Gleiche wie der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. So. Das ist der Matthäus-Effekt. Maren Gnichwitz aus Hamburg. Ich gebe Ihnen jetzt 500 Euro. Kommen Sie gut damit über die Runden. Wir machen ein bisschen Werbung und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, jetzt gehen wir mal nach Schmalfeld. Das liegt in Schleswig-Holstein und dort wohnt Joachim Magun.
den ich jetzt ganz herzlich begrüße zu Hause in Schwalfeld auf dem Divan. Sofa. Er wohnt aber nicht in der Breitestraße oder so. Warum? In Schmalfeld. Nein. Joachim Magun aus Schmalfeld möchte wissen, was ist ein sogenanntes Wimmelbild? Ein Wimmel? Ein Wimmelbild. Ein Wimmelbild, das ist ein Bild, wo es nur so wimmelt. Von was denn? Ja, zum Beispiel. Ich habe ja manchmal in meiner Mickey Maus habe ich Bilder, wo ich Zahlen ausmalen soll. Malen nach Zahlen. Malen nach Zahlen. Prima. Und dann kommen da aus ganz viel gewimmelten Linien, kann man da plötzlich einen Papagei oder einen Hirsch malen. Ich seh's. Ihr kennt doch auch noch die Malbücher von früher. Ja, wir kennen sie. Und in den Bildern, da wimmelt es von Linien. Und wenn man dann aber eben schön das richtig mit den Zahlen ausgemalt hat, dann ist wie ein Relief, reliefartig, kommt dann ein Papagei, ein Reh, ein Hirsch raus. Machen Sie das täglich? Nein, wöchentlich. Ich habe das Mickey Mouse ja im Abonnement, das kommt nur jede Woche. Natürlich. Ja. Ich glaube eher, das ist Naturwissenschaftler oder auch vielleicht Tierexperten, die fotografieren zum Beispiel einen Ameisenhaufen und können aufgrund dieses einen Ausschnitts hochrechnen, die Population genau, wie viele Ameisen in diesem Volk leben, und das ist ein Wimmelbild. Also wären wir im Tierreich. Ich würde sagen, bei Insekten. Oder in der Fotografie. Nein, ich würde im Tierreich gerne bleiben, Herr Balder. Im Tierreich? Ja. Das sehe ich anders. Danke sehr. Ich glaube, ein Wimmelbild, das kommt so aus der Kinderheilkunde oder irgendwie sowas. Kinderheilkunde, wo so Logopädie oder so etwas. Kinder, die stottern, wenn die sich auf etwas konzentrieren, dann hören die vielleicht auf zu stottern. Und deshalb gibt es Bilder mit unglaublich viel Handlung drin. Und dann muss man irgendwie die 45 Fußballer finden, die 12 Busse, die 23 Enten, die 10 Teiche, ja, das Hochhaus. Und da waren so viele sowas. Krickeleien und da musste man einen Buchstaben rausziehen. Genau. Ach, da musste man ganz lange drauf gucken und sich konzentrieren. Bist du auch behandelt worden? Das hat nicht. Ich glaube, das Wimmel, vielleicht kommt das Wimmelbild ja aus Wimbledon. Da gibt es ja diese berühmte Wimbledon, dieses Tennisturnier in England, Herr Balder, Wimbledon. In Wimbledon. Und da sind ja diese Erdbeerschälchen so hoch populär. Ja. In Wimbledon. In Wimbledon, ja, kostet irgendwie 30.000 Euro, so 5 Erdbeeren mit Sahne. Und eben um diesen Stand mit den Erdbeeren, da wimmelt es von Leuten, die diese Erdbeeren essen wollen. Und das ist ein klassisches Wimmelbild von Wimbledon. Es ist aber keine Erdbeeren, es ist nur ein Bild mit Erdbeeren, die haben sie alle vertan. Ja, bleiben wir doch mal lieber da, wo wir eben waren. Wir sind in der Kinderheilkunde. Also so viele Bilder, wo man verschiedene Dinge herausfinden muss. Nee. Bilder, gemalte Bilder mit vielen Sachen drauf. Augenarzt. So. Ein Bild mit vielen Sachen drauf nennt man Wimmelbild. Ja, da war ich ja schon beim Mickey Mäuschen eben. Für wen Hallo. Ist das? Für Kinder Leute, oder alte Leute. Für Kinder, für alte Leute mit Sehproblemen. Grüner Star, grauer Star. Für Menschen, die eine fremde Kultur kennenlernen. Für alte Leute, für Menschen, die eine fremde Kultur. Für Rot-Grün-Blinde. Was? Für Rot-Grün-Blinde. Wenn die sagen, das ist grau, dann haben die ein Problem. Also. Rot-Grün-Blindheit. Was ist das? Das haben Wenn man weder Männer. Rot noch Kennst grün erkennt. Rot-Grün nee, ich kann das alles sehen. Also psychologischer Test für Massenmörder. Nein! Genau. Ich nehme den und dann, wer die richtige Linie zieht, dann steht da ja. Also, Holger, bleiben wir nochmal dabei. Wir sind ja auf dem richtigen Weg. Also es ist viel einfacher. Also es ist einfach ein Bild beim Augentest, wo ganz viele Zahlen Nein. drauf sind. Ein Bild, wo viele Bild, Sachen drauf sind. Genau, ein Bild, wo ja. viele... Für wen? Kinder. Für Kinder, damit sie... Und Jugendliche. ...reden, lernen. Diese Ali Mitkutsch, diese Bilder, das sind doch diese riesigen Bücher, wo nur, da ist so viel, da, die können gar keinen Text mehr reinpacken. In der Ecke passiert da noch was, da, und so damit man mit denen redet, damit die Kinder lernen zu unterhalten, Geschichten zu erzählen, damit sie in der Lage sind, Sätze zu bilden, die vielleicht überhaupt nicht mehr aufhören. Hat ein Wimmelbild dabei. So lasse ich es gelten, hier ist ein Wimmelbild, ich zeige es euch mal, guckt mal, zum Beispiel hier. Oder hier. Oh. Das ist ein Wimmelbild, richtige Antwort. Schön. Ja, ich lasse es so. Das ist ein Wimmelbild für Kinder. Oder da gibt es ein sehr schönes. Ein sehr schönes, das ist ein ganz besonders schönes Wimmelbild. Da ist gerade eine Frage runtergefallen. Ja, da ist eine Frage runtergefallen. Hatten Sie die schon? Das ist von Köln, ne? Falls Sie euch interessiert, Frau, die hatten wir schon. Das ist das Sendlinger Tor. Darf ich denn dann gleich das Wimmelbildbuch mit nach Hause nehmen, Herr Balder? Heller. Ich sollte da vielleicht noch ein paar andere Farben reinmalen. Hier musst du es umgekehrt machen. Du musst Zahlen dahin machen, wo die Farben zusammengehören. So mache ich's.
Also, das ist auf jeden Fall ein Wimmelbild. Ich muss es einfach so gelten lassen. Ne? Ist richtig. Es ist wirklich für Kinder. Es hat auch nichts mit Heilkunde zu tun. Es ist einfach nur, damit Kinder verschiedene, viele Sachen sehen und Szenarien das dann auch erklären. Joachim, es tut mir wahnsinnig leid, aber wir haben ja auch einen jungen Vater hier von Vierlingen und eins, zwei, drei, vier. Ja. Gut, gehen wir mal nach Berlin. Dort wohnt Willem Oberlies. Und Willem Oberlies möchte wissen, warum sieht man bei vielen Rugby-Turnieren Spieler, die in goldenen Shorts auf dem Platz rumlaufen? Ja, das werden die sein, die schon mal eine Meisterschaft gewonnen haben. Rugby ist ein rauer Männersport, so eine Art American Football. Ohne Schutzausrüstung wird traditionell in England gespielt, natürlich, wie wir alle wissen. Bei vielen Turnieren rennen vereinzelt Spieler rum, die goldene Shorts tragen. Es gibt zwei Varianten. Entweder haben die bestimmte Auszeichnungen, sind Weltmeister geworden und sonst was. Es könnte aber auch sein, dass dieser Spieler so wie ein Libero eine bestimmte Funktion hat und dass er bestimmte Rechte hat. Es könnte aber auch der sein, der die schießen darf, der die Field Goals da schießt. Der vielleicht einfach, Rugby ist ja auch ein harter Sport, wo ja auch Angst im Spiel ist. Wer? Angst. Ist im Spiel. So, und wenn dann jetzt der eine oder andere, da geht es ja wirklich mit Knochenbrüchen und allem drum und dran. Und so Gold ist ja so eine Farbe, die auch so ein paar Sachen kaschieren kann, ohne dass ich es jetzt weiter ausführen möchte. Du meinst, dass die sozusagen mit Gold das relativieren wollen, dass sie dem jetzt gleich die Knochen brechen? Nein, aber das, wenn der jetzt mal Ausfluss hat, dann ist das ja, kommt der Farbe ja nah. Da muss ich es halt eben jetzt doch formulieren. Ach so. Das könnte auch sein, dass das aber Gold sieht besser aus als Geld. Nee, dann hat der vorne Gold und hinten Kupfer oder könnte was? Könnte mal wie sein. Womit wir wieder beim Thema werden, meine Damen und Herren. Die haben die goldenen Shorts unter ihren normalen Trikot-Höschen-Shorts, damit bei diesem Touchable, da geht es ja immer zur Sache und dann reißt schon mal einer an dem Höschen und wenn du dann am Höschen reißt, dann ist da drunter der goldene Short, damit die Mädchen, die auf dem Fußballfeld in der Arena sitzen, auch was Schönes zu sehen haben, wenn die blank ziehen. Aber dann wäre es doch besser, wenn da nichts drunter wäre. Man kann das sehen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich hätte schon gerne dann den goldenen Short drunter. Oder kann das sein, dass man vielleicht an den Shorts erkennt, wer von den Spielern am meisten verdient. Natürlich. Also wer was Goldenes anhat, der hat richtig, also der kriegt richtig Patte und der muss auch mehr leisten. Goldene Nase verdient, goldene Hose verdient, sagt man auch. Ich glaube immer noch, das hat was damit zu tun. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Rugby mit verschiedenen Spielern. Anzahl, gibt es zum Beispiel Turniere, wo weniger mitspielen, wo mehr mitspielen. Und ich glaube trotzdem, dass das eine Funktion ist. Wie der Mannschaftskapitän, da der aber keine Binde am Arm haben kann, weil die wird beim Tackle dem runtergerissen, hat er halt die goldene Hose an. Also Mannschaftskapitän ist es nicht. Aber es ist eine Funktion, die der hat. Der ist entweder Sturmführer oder das größte Weichei spielt, im Abwehrverband. Das ist soweit falsch. Danke sehr. Vielleicht ist das keine ja Funktion. Etwas, um den Gegner zu irritieren. Die haben die goldenen Shorts an, damit, wenn die Sonne untergeht, die anderen geblendet werden. Gibt es vielleicht Spieler, die, wenn sie ins Spiel kommen, nicht mehr wechseln dürfen? Ja, weil da gucken sowas. Sie jetzt nicht ganz so, Art, so müde. Ich mache mir auch Mühe. So eine Art. Naja, vielleicht jemand, der schon so oft ausgewechselt wurde, dass der nicht mehr raus darf oder irgendwas nicht mehr darf. Anstatt, also wir sagen ja immer, also sozusagen, der ist halt von der negativen Seite, dass das jemand ist, der eine bestimmte Sache eben nicht mehr, der darf nicht mehr angespielt werden. Aha. Der soll erkannt werden. Es ist eine Form des Outings. Hallo. Bald zu mir. Spiel mal die Pille rüber. Da ist er. Also mit der Funktion, liegen wir doch. Der darf ja irgendwas anders, was die anderen nicht dürfen, Herr Balder. Das ist ja klar. Ja? Ich glaube ja. Glaub ich eher nicht. Oh, dann würde ich jetzt schlagartig auf Auszeichnung gehen. Die haben mal etwas gemacht. Was denn? Die haben schon, die haben schon mal ein Turnier gewonnen. Die haben ein Spiel gewonnen. Das ist der älteste Spieler. Es ist der jüngste Spieler. Es ist ein Neuling. Der Spieler des Jahres, der Rugby-Spieler des Jahres vom Jahr vorher. Da fiel eben schon mal sehr Interessantes rein. Der jüngste Spieler. Der älteste? Oh, es ist der älteste Spieler auf dem Platz. Steh mal auf, der hast du goldene Hose an? Das ist der älteste Spieler, der natürlich auch die meisten Jacket-Kronen im Mund hat. Das heißt, Gold im Mund, Gold an der Hose. Klar, erkennt nicht, geht an den nicht so hart ran. Könnte ob gefährlich es der werden. Der älteste Spieler ist? Der erfahrenste, der mit den meisten Ligaspielen. Nationalspieler, das ist vielleicht der Nationalspieler, der gekennzeichnet ist. Ich glaube, wenn du mehr als 500 Spiele gemacht hast, zerrickst du Gold. So eine bestimmte Anzahl mitgespielt hat oder der ist entweder 22 oder 33. Nein, oder sein letztes Spiel. Wenn er sein letztes Spiel macht, darf er eine goldene Hose tragen. Warum? Weil er die behalten darf und sich zu Hause übers Bett hängt.
Oder ist das sowas wie beim Schwimmen? Gibt es doch auch so Freifahrten, Jugend, Seepferdchen. Bronze, Silber, Gold. Hallo? Also ich glaube, das muss ja entweder ist in der Hall of Fame oder der ist, hat, wie gesagt, mehr als 500 Spiele. Dann darfst du eine goldene Hose anziehen. Wie dieser Blick, ja, das ist so ehrlich. So, der guckt dich an, dann kaut der auch noch. Holt ja, dich, ja. Also es hat mit dem Dürfen Alter die vielleicht öfter Auszeit nehmen? Dürfen die öfter Wasser trinken am Rand? Warum? Weil die alt sind und die sind kurzatmig. Keine Ahnung. Ja, die müssen mehr trinken. Die dürfen sich nicht. Ältere Leute müssen nicht viel trinken. Nee. Ist das der Spielertrainer vielleicht? Der Spielertrainer, der andere, der Anweisung geben darf? Spielertrainer, Herr Balder. Bitte was? Wir sind bei der Rugby-Frage, nur dass Sie wieder reinkommen gerade. Ja. Spielertrainer vielleicht? Nein. Es ist eine Auszeichnung, weil der Spieler hat ein bestimmtes Alter. Ist es ein Schiedsrichter? Hat das was mit Militär zu tun? In England spielen ja auch viele, die früher beim Militär waren, spielen ja Rugby. Das ist vielleicht irgendwie, wenn es in Amerika ist, dann spielen sie kein Rugby. Sonst ist ja vielleicht so ein Vietnam-Veteran oder so. Er hat doch vorhin gesagt, es ist ein Wort gefallen, was ihm gefallen ja, hat. Ja, aber ja schon gehabt, Alter. Das Wort. Alter. Alter. Also der Mann, der die goldene Hose trägt, ist entweder sehr jung, sehr alt. Ist über ein bestimmtes Alter. Über 30. Nee, der alle hat Spieler an dem Tag ab 30 Geburtstag. Haben Geburtstag. Was? Die Geburtstag. Die Geburtstagskinder. Die Geburtstagskinder tragen Gold. Weil eine brennende Kerze in der Hand stört. Ja. Ja, ihr seid auf dem richtigen Weg. Aber also, ja, die haben ein bestimmtes Alter. Ab einem bestimmten darfst Alter du eine Hose trägt man tragen. Eine goldene Hose. Ja. Und zwar 50. Nee, vielleicht über 35 oder goldene was. Hochzeit, sobald du zu den Senioren gehörst. Sobald man 30 ist, trägt man eine goldene Hose. Herr Balder, wollen Sie jetzt eine Zahl hören? Das reicht alles nicht. Also Sie wenn man ein gewisses Alter erreicht ist, hat man doch auch eine, dann darf man vielleicht irgendwas, was man sonst nicht darf, wenn man 20 ist. Was um das zu symbolisieren, trägt man die Hose. Oh, die dürfen nicht Pipi machen. Die dürfen Pipi machen. Nein, die dürfen zum Beispiel die dürfen nicht so hart getackelt werden. Zum Beispiel. Nee, das nicht so hart. Ey, sag mal, wir sprechen die dürfen nicht so hart angegangen werden. Da gibt's einen noch mehr. Die dürfen gar nicht angefasst werden. Warum? Die dürfen gar nicht mitspielen. Weil die zu alt und gebrechlich sind. Wie alt sind Sie? Über 40. Über 40. 35? 60. 75. Jetzt hör doch um und doch scheiße. 60 oder was? Wir spielen wie Johannes Hieser. 70. 80. 65. Ich lasse es so gelten. Ja. Ich lasse es gelten. Ab 65. Dürfen Sie nicht mehr angegriffen werden. Ja. Also. Es ist eine sehr schöne Regelung, wie ich finde. Beim Rugby-Sport gilt man ab 35 Jahren aufwärts als Seniorenspieler. Und bei sogenannten Oldie-Festivals treten nur Mannschaften an, deren Spieler alle über 35 sind. Spielt in so einem Team einer mit, der über 65 ist, dann heißt das für den Gegner, diesen Spieler darf ich weder umschmeißen, noch hart angehen. Und damit man den erkennt, hat er eine goldene Hose. Also das ist ja wirklich das Letzte. Wenn man 65 ist, spielt man noch nicht mehr Rugby und zieht eine goldene Hose an. Natürlich. Wenn man mal Golfen. Weil man hat ja nichts mehr anderes. Golfen oder Radfahren ist doch das Richtige. Das ist ja langweilig. Aber ganz im Ernst, wenn man jemanden beim Rugby nicht mehr berühren darf, wieso geht der nicht spazieren? Aber ich finde es super. Ich stell mir jetzt gut vor. Nur was macht jetzt eine? Was machen jetzt zwei Mannschaften, wo alle über 65 sind? Ja. Ich nehme an, die gehen direkt an die Theke und hauen sich ein Bein rein. Ja, das muss so. Ein geiles Rugby-Spiel sein. Ja, eine goldene Runde. Ja. Ja, so ist es. Also ich lasse es so gelten, habe rausgekriegt. Willem, es tut mir wahnsinnig leid, aber das müssen wir so stehen lassen. Jetzt gehen wir mal nach Schenefeld. Das liegt in Schleswig-Holstein. Dort wohnt Johanna Feind, die ich jetzt recht herzlich zu Hause begrüße in Schenefeld. Und Johanna Feind möchte wissen, was ist ein Lückenhalter? Ein Lückenhalter ist, glaube ich, beim Verlegen von Fliesen hast du so einen kleinen Keil, den du dazwischen steckst, damit Kreuz. Die Abstände, die so ein Kreuz. So ein genau, genau gleich groß sind. Du meintest Keil, sagst bei Kreuz genau. Weißt du, wovon du redest? Keil und Kreuz hängt oft sehr nah zusammen, wie wir alle wissen. Na, ich weiß nicht. Ja. Aber das finde ich gut. Ich habe jetzt noch nie einen Keil hängen sehen. Das finde ich gut. Was denn? Das, was ich gesagt habe, finde ich auch gut. Ja, aber es hat nichts mit der Frage zu tun. Überhaupt nicht. Ja, hat das was mit dem Parkplatz zu tun? Dass es vielleicht jemand ist, wenn eine Frau rückwärts einparken will, das dauert, ja? Und dann stellt sich da einer rein, der sagt, ich habe 4 Stunden Zeit, lass mal gehen. Heller, mach nichts, der hat eine goldene Hose an. Vom Zahnarzt. Ja, wollte ich auch gerade. Ich kenne es vom Zahnarzt, wenn Zahn extrahiert worden ist und was, und dann haben die ja ganz merkwürdige Geräte. Aua, aua.
Oder, also wir sehen, das ist ein Gerät vom Zahnarzt. Zahnarzt. Ist es, aber für wen? Für den Patienten. Für die Lücke. Wer ist der Patient? Natürlich jemand, der ein Gebiss bekommen hat. Kinder sind die Patienten. Wenn was passiert? Wenn die Zähne ausgefallen sind. Und das müssen Lücken gehalten werden, damit die vernünftig nachwachsen können, die zweite Generation Zähne, damit der Kiefer sich nicht verschiebt, gibt es Lückenhalter. Richtige Antwort, ja. Ja. Genau so ist es. Ein Kind hat Karies. Ein Milchzahn muss frühzeitig gezogen werden. Was passiert? Die Zähne links und rechts wachsen natürlich dann schief. Also muss was da rein. Und um diese Lücke für den nachwachsenden Zahn freizuhalten, wird ein kieferorthopädisches Teil eingesetzt, der sogenannte Lückenhalter bei Kindern. Den haben Sie bei Jürgen Vogel nie rausgenommen. Implant, bitte? Bei Jürgen Vogel haben Sie die nie rausgenommen. Ja. Ja, stimmt. Jürgen Vogel macht jetzt Schillerstraße bei. Ja. Was? Ja, du machst bei Schillerstraße. Sie war jahrelang im Ausland, sie kann es nicht. Ja. Ich habe viel Zeit in Holland verbracht. Ja, also das ist richtig. Johanna, es tut mir wahnsinnig leid, schon wieder kein Geld. Sabine Leitzken wohnt in Brauneberg, das liegt in Rheinland-Pfalz. Und Sabine möchte wissen, was ist eine Suchtdiät? Das ist, ja, das kenne ich. Das ist, wenn, also, es gibt ja Leute, die sind abhängig vom Computer. Es gibt ja Leute, die gerne in Suchmaschinen suchen. Ja. Und wenn die morgens direkt aufstehen und direkt Google, Yahoo. Wenn jetzt aber irgendjemand, der Therapeut sagt, Herr Balder, Sie dürfen nur noch dreimal am Tag in diese Suchmaschine. Dann machst du eine Suchdiät. Sie haben Entzug und das ist eine Suchdiät. Ach, klar. Ich glaube, es ist eher so, dass der Mann, der findet, dass seine Frau zu dick ist, zu ihr sagt, pass auf, ich verstecke dir jetzt die wichtigen Utensilien, die du jeden Tag brauchst, so gut, dass du die ganze Zeit suchen musst und das hält dich fit und schlank. Was sind denn die drei wichtigen Utensilien für eine Frau? Jogurette. Handtasche. Jogurette, Handtasche und Schuhe. Ich glaube eher, dass man vielleicht zum Beispiel Tine Wittler gesagt hat, Tine, nimm noch mal ab, Diät. Und dann sagt sie, ja, aber ich weiß nicht welche, ich suche sie noch. Ich suche noch eine, die funktioniert. Ich suche, ja, die Diät. Ja, das ist immer, wenn ich die Datteldiät mache. Wen machen Sie? Die Dattel. Ich habe verstanden, die Datteldiät. Nein, ich mache oft die Datteldiät. Ja, ja, jetzt ich weiß darf ich alles essen außer Datteln. Das weiß ich. Und dann suche ich lecker im Kühlschrank von oben nach unten alles, was mir schmeckt, und tue es ins Telly hinein. Also ich selber... Ich glaube, das ist eine Abkürzung, das ist ja normal. Dein Fachgebiet, S-U-C-H, steht für Salat und cholesterinhaltige... Teigwaren? Teigwaren zum Beispiel, die man dann essen darf und den Rest nicht. Ich glaube, ich halte... Was klopft da denn? Nichts, alles falsch. Ich halte ja von Diäten grundsätzlich gar nichts, weil... Sie machen hungrig. Ich glaube, der Begriff Diät bedeutet ja nicht nur Verzicht. So. Jetzt geht's los. Meine Damen und Herren, Achtung, Sie sind dabei. Sie können sagen, ich hab's gesehen. Er bedeutet ja auch, ich weiß nicht genau, was nennen wir es mal, etwas anderes. Um auf der sicheren Seite, aber Abgeordnete bekommen ja auch Diäten. Das heißt ja nicht, dass sie nichts essen dürfen, weil sie arbeiten. Sondern Meine Damen und Herren, jetzt können Sie sagen, Sie waren dabei, aber Sie haben nichts gesehen. Aber Sie bekommen eine Vergütung oder einen Ersatz oder so, einen Austausch oder sowas. Vielleicht ist die Suchdiät, ist das eine Gebühr oder etwas, was man dafür bekommt, weil man gesucht hat? Was denn? Nee, das ist ja Parkplatz morgens vorm Abgeordnetenhaus. Das ist wie die Pendlerpauschale. Wenn du lange Parkplatz suchst, wird dir das extra angerechnet. Weil du mehr Kilometer hast. Ja, weil du mehr Kilometer fährst und überhaupt auch mehr Zeit brauchst und länger von deiner Familie getrennt bist. Ich habe noch eine gute Idee. Steuerlich Geld du sprichst machen. Von Diäten jetzt. Ja. Ich finde, ich habe noch eine ganz gute Idee bei der Abrichtung von Trüffelschweinen oder von Hunden, dass die vorher eben auf bestimmte, oder auch bei Leichenhunden, also naja gut, aber eben bei der Abrichtung. Nein, bei der Abrichtung. Na gut. Bei der Abrichtung von Hunden, dass die vorher auf Diät mit diesen speziellen Ködern gesetzt werden, damit die da so sensibilisiert für sind, dass sie nachher besser Spuren suchen können. Aber Kurt Beck, ne? Der sucht doch seinen Platz in der deutschen Politik schon länger. Im Endeffekt kann man doch seine Vergütung auch als Suchdiät bezeichnen. Der weiß ja nicht, wo er hin will. Politiker ist vielleicht gar nicht schlecht. Also Diäten hast du ja auch schon gesagt, Bernhard, dass vielleicht ein Politiker zu viel Geld kassiert hat und dieses zu viel Geld quasi hat verschwinden lassen auf einem Konto in der Schweiz, sagen wir mal, oder unter einem Kopfkissen oder Liechtenstein. Und dann ist diese Diät ja verschwunden. Das wird dann zu einer Suchdiät.
Ach, das die Finanzamt. Dann, ja, die dann vom Finanzamt gesucht wird quasi. Jetzt seid ihr also, aber völlig von ich der glaube, Rolle. Dass Diäten, also wie wir meinen, finanzielle Diäten gibt es nur im Plural, aber nicht. Das glaube ich auch. Also Diät hat hier wahrscheinlich nichts mit Geld zu tun. Also das gebe ich euch mal den Tipp. Es könnte durchaus sein, dass es damit nichts zu tun hat. Also mit Essen nicht. Mit Essen hat es nichts zu tun. Es geht aber um Verzicht. Es Verzicht, ja. Aber wer verzichtet auf so Umständen geht es? Es geht auch um Verzicht. Geht es nicht immer um Verzicht, Hugo? Ist Verzicht nicht das? Liegt nicht auch im Verzichten die Freiheit? Lassen wir die Frage von Frau Schöneberger so stehen, meine Damen und Herren. Denken Sie zu Hause drüber nach. Zünden Sie eine Kerze an. Wir machen ein bisschen Werbung und sind dann gleich wieder bei. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir haben während der Werbung ein bisschen gesungen, auch feierlich. Wir haben den sind Spruch wir von Barbara in der sind wir eventuell in der Psychologie? Ja. In der Psychiatrie wo? Sind wir. In der Psychiatrie. In der ja, was denn jetzt? Ja, nun, also nun, ich meine... Ich will mich da nicht festlegen. Vorsicht, Vorsicht, Herr Heuker, Vorsicht, Vorsicht, nicht... Nicht reinfahren? Nicht reinfahren. Wie gesagt, ich komme raus, ich habe oder, okay. Oder auch in der Medizin, obwohl es nichts mit Essen zu tun hat, also man sucht irgendwie halt... Medizin ist nicht schlecht. Ja, gut. Man sucht... Was sucht man denn? Jemand ja, man sucht man in der Diagnostik, man sucht Ursachen für eine Krankheit. Für Allergien. Das heißt also, wenn du dir da was drauf, dann machst du... Moment, das Gesicht hat damit zu tun, dass es nichts damit zu tun hat. Doch, ich weiß es. Du isst kein Weizen 3 Wochen lang und guckst, ob es besser wird. Dann wechselt man das Nächste, man verzichtet immer auf andere Dinge und sucht Diät, heißt es. Was ist das? Ja, sucht du... Eine Diät, die man macht, um zu suchen, welche Krankheit man hat. Dass Menschen bestimmte Dinge nicht mehr essen, damit man rauskommt, wogegen sie allergisch sind. Wie funktioniert eine Suchtdiät? Ja, habe ich doch gerade gesagt, ich esse 3 Wochen kein Weizen, um zu gucken, ob ich immer noch Bauchweh habe. Nein, ich esse 3 Wochen nur Weizen und gucke, ob ich Bauchweh habe. Nein. Sondern man isst 3 Wochen lang gar nichts und dann guckt man, wo von was für Reserven der Körper sich ernährt und was für Reserven er nicht antastet. Und dann weiß man, was er nicht antastet, ist genug da. Und was er antastet, da muss mehr Vitamine zum Beispiel. Obwohl ich es nicht verstanden habe, nein. Gut. Aber es hatte was damit zu tun, auf jeden Fall mit der Ernährung. Also ich habe ein Krankheitsbild und sozusagen, es könnte sein, dass Sie dagegen allergisch sind, dagegen oder dagegen. Gegen, ja. Und dann habe ich zum Beispiel... Also was hat man denn für eine Allergie? Milch zum Beispiel. Oder ja, eine Kontaktallergie. Also Sie sagten ja am Anfang, es hat nichts mit Essen zu tun. Also ist es eine Kontaktallergie? Ich habe nicht gesagt, Laktose es hat nichts mit Essen zu tun. Hallo, hat ihr eben gesagt, es hat nichts mit Essen Moment, zu tun? Moment, Moment, langsam. Aber in einem anderen Zusammenhang, Frau von Sinn. Also ich glaube, es gibt ja Leute, die zum Beispiel... jemand hat... Die im Milch, keine Ahnung, Milch nicht vertragen können wegen... Wie heißt das? Laktoseunverträglichkeit. Dann wird eben geguckt, welche Sachen darf ich noch essen, welche darf ich nicht mehr essen, welche sollten Sie weglassen. Oder? Es ist anders. Es ist anders. Und ich muss es genau wissen. Ja. Also, wenn es nicht... man hat eine Allergie. Ja, genau. Ich krieg Pickel. Punkt. Gegen was hat man denn Lebensmittel. Eine Allergie? Das so. Ja, natürlich. Was macht denn jetzt der Arzt? Ja, der Arzt sagt dem Patienten, Sie lassen jetzt bestimmte Lebensmittel weg, damit wir sehen, ob Sie dann immer noch diese Allergie haben. Aber das habe ich doch gesagt. Aber ja, das eben. Hat der Herr Balder nicht verstanden. Ich verstehe es auch nicht, warum wir hier nicht so. Oder er macht es umgekehrt. Er führt besondere Lebensmittel hinzu, um zu gucken, ob die Pickel größer werden. Man lässt nicht bestimmte Lebensmittel. Lässt alle weg und guckt, ob es besser wird, weil dann liegt es an Lebensmitteln. Null zu stellen. Und dann setzt man nacheinander Lebensmittel wieder ein und guckt, ob es dann losgeht. Ja. Wiederkommt. Es ist wie die Reset-Taste drücken. Und wenn Sie 3 Wochen gar keine Lebensmittel zu sich kommen, um auf Null zu kommen, bleiben Sie bei Null, weil Sie gar nicht mehr aufstehen können, Herr Walder. Also ich lasse es mal so gelten. Ich erkläre es euch jetzt noch mal ganz genau, aber im Prinzip, Herr Heuker, lasse ich es mal so gelten. Ja, also. Suchdiät ist folgendes. Irgendjemand hat eine Lebensmittelallergie. Der Arzt weiß aber nicht, gegen welches Lebensmittel. Dann wird dieser Patient auf eine strenge Diät gesetzt. Die besteht nur aus Tee, Zwieback. Und wenn er Glück hat, auch vielleicht noch ein bisschen Reis. Mehr aber auch nicht. So. Und dann, wenn die Krankheitssymptome weg sind, fängt man nach und nach an, Lebensmittel hinzuzufügen. Und dann merkt man irgendwann, gegen das ist er allergisch. Das ist eine Such. Das heißt, man setzt den Patienten auf Diät, um den Grund zu suchen. Das ist eine Suchdiät. Lass ich so gelten. Ich ja, ein bisschen gedauert, Sie haben keine andere Wahl, Alter. Ja, ich weiß. Dieses
grenzenhaft. Ja, das ja. ist so gelten. Wir haben alles genau so gesagt. Sabine, Sie zu Hause in Brauneberg wissen, dass es nicht so war. Ja, dann tun Sie die Kohle raus, alter Mann. Ja, pass mal auf, es geht noch weiter. Detlef Schumbehrer aus Rheinbach. Detlef Schumbehrer aus Rheinbach möchte wissen, was ist eine straflose Erleichterung? Eine straflose Das ist, wenn du dringend auf Toilette musst, und normalerweise darf man das nicht, wild pinkeln, wird der bestraft mit 20 Euro Ordnungsgebühr oder sowas oder 10 Euro. Es gibt aber bestimmt Fälle, wo man 3 Stunden im Stau gestanden hat und es geht nicht weiter, Vollsperrung, dann darf man an die Leitplanke, macht sein Bächlein und die Polizei darf nichts sagen, weil es straflos ist, weil ich in einer Notsituation bin. Schön. Ja. Sind wir vielleicht bei Grundstücken, wo jemand ganz lange auf seinem Grundstück alte Holzplanken oder auch Schrott sammelt, ja, und die Nachbarn sind langsam auch richtig schon innerviert, also so ein Sammler Messi auch, aber mit so großen Teilen. Jetzt ist aber ein Nachbar, der hat einfach, der braucht zum Beispiel jetzt so eine alte Dachrinne oder der braucht so ein paar Holzplanken und holt sich die und eigentlich wäre es ja Klauerei. Da er aber die ganze Umwelt erleichtert von diesem Müll, der sich da angesammelt hat und kann es aber gut bei sich gebrauchen, ist es eine straflose Erleichterung. Wären wir also im weitesten Sinne in der Justiz? Ja. Also in Sind wir in der Justiz? Nee. Weil ich dachte, Rheinbach ist ein Gefängnis. Ja. Auch. Und vielleicht ist die straflose Erleichterung, wenn jemand auf einmal merkt, er ist straflos und dann ist er erleichtert. Oder er steht vorm Altar und die Braut sagt nein und er ist erleichtert. Findet ihr nicht, dass es sich irgendwie auch sehr merkwürdig nach Tierwelt anhört? Nein. Dass ich ein... Meinst du, da gibt es so Rudi? Oder aus dem Gewichtheben, dass ein Gewichtheber, ich sag mal, bei Olympia hatten wir jetzt irgendwie vor kurzem, ja, er geht hin und nimmt irgendwie, was ich, Gewichte runter und... Was ist denn mit Gefängnis? Jockey? Herr Balder, nicht? Wir sind auf der Galopprennbahn in Dagelfing. Wo sind wir? Auf der Galopprennbahn Pferde. In Dagelfing. In Dagelfing. Ja. Sehr schön. Und es gibt ja so, wenn Jockeys zu leicht sind, dann müssen die ja Gewichte in so Satteltaschen packen, damit die alle gleiche Bedingungen haben. Müssen die das? Mhm. Ja, natürlich. Vielleicht gibt es aber so, dass einfach einer das Ding rausschmeißt und der deswegen nicht belangt werden kann, weil es eine straflose Erleichterung ist. Es wurde ja mal ein Jockey in Dagelfing gefragt, warum er so langsam war. Ja, weil er beim Pferd bleiben musste. Richtig. Aber... Ich war in der Tierwelt. Das ist falsch. Aber wir sind, sagen wir mal, das Gebiet so, ist ja sogar... Sport oder was? Ja. Wir sind im Sport. Sehr straflose schön. Erleichterung. Aber gibt es vielleicht wirklich, also wenn mit Erleichtern wirklich das, das Erleichtern im klassischen Sinne gemeint ist, vielleicht gibt es das wirklich beim, bei Radrennen, wo die ununterbrochen Stimmt, fahren. Beim ah, die müssen strullen bei der Tour de France. Lassen die laufen. Gelbes Trikot. Was hat das gelbe Trikot mit dem Psst zu tun? Der gelbe Trikot ist immer der hinter dem fährt, der muss. Das hat er nicht kapiert. Der hat er nicht gestartet. Wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, hat das mit dem Fahrtwind zu tun. Ja, okay. Auch dieses Jahr. Außer wenn jetzt habe ich es kapiert. Sind wir beim Autorennsport, wenn die während der Fahrt, nee, das dürfen die nicht, ne, Benzin ablassen? Da wird der Bolide leichter. Ja. Aber und alle hinten dran. Aber vielleicht gibt es wirklich eine Regel beim Marathon oder beim also bei einem Ausdauersport, wo man eigentlich nicht stehen bleiben darf. Normalerweise. Ja, das darfst du ja. Du darfst vielleicht nur nicht aus einem Parcours raus oder sowas. Und das darfst aber zum Erleichtern darfst du das machen. Das wird straflos gehalten. Oder Sport ist nicht schlecht. Beim aber Boxen seid... vielleicht. Da gibt's doch so. Manche haben doch auch Gewichte vorne in den Handschuhen drin. Was? Ja, gibt's wirklich. So, ja, bei der Kirmes. Ja. Auf der Kirmes. Beim Kirmesboxen und beim Streetfighten auf der PlayStation, aber nicht. Die Frage ist, bei welcher Sportart wenn wir Erleichterung als Erleichterung sehen. Straflose Erleichterung. Wo dürfte man denn mal. Entweder erleichtern die Sportler sich oder sie erleichtern sich einen Weg, indem sie etwas tun. Das könnte auch etwas abkürzen. Eine Abkürzung. Oder? Aber wo würde eine Abkürzung, ja, und du hast sozusagen eine Möglichkeit, von der Strecke abzuweichen, aber dann ist da ist auch irgendwo eine Grenze gezogen. Und wenn du die überschreitest, dann ist es eine bestrafte Erleichterung. Und wenn du nur so abkürzt, so über diese schwarzen Bips beim Formel 1, die sie immer so machen. Beim Marathon zum Beispiel, wenn man 38 Kilometer spart. Dann ja. Weil man einfach direkt rückwärts rennt beim runden Parcours. Zum Beispiel. Aber Pferdesport? Ja, genau. Pferdesport finde ich auch. Also Pferdesport ist ganz toll.
Aber für eine andere Frage. Richtig. Dankeschön. Ja. Also Radfahren. Radfahren, da war der Herr Balder eben. Da hatte ich schon ein bisschen, dass er so emotional auch positiv drauf war. Das bitte, Gefühl. Was war ich? Emotional positiv drauf. Das waren zwei, sie waren gefühlsmäßig gut drauf. Wie sieht das aus, wenn ich emotional... Nicht wesentlich unterschiedlich von dem, wie sie sonst aussehen. Aber es, in ihren Augen glitzert es ganz tief hinten in so einer Ecke, die sie selber nicht kennen. Beim Skisport oder beim Skirennen? Nee, also Radski und Rennen und würde ich einfach machen. Vielleicht, wenn man um die Wette Fallschirm springt und es dauert einem einfach zu lange und man erleichtert sich, dass man schneller unten ist oder sowas. Man wirft den Schirm weg. Ja, zum Beispiel. Oder beim Schwimmen. Kugelstoßen. Schwimmen. Dass man einfach die kleinere Kugel nimmt, weil ich die andere ist so schwer. Ich sehe schon, ihr kennt euch mit dem Sport überhaupt nicht aus. Nee. Es ist Hochsport. Sport, es ist ein ungewöhnlicher Sport. Buhl. Heißt das. Ist es ein Buhl. Buhl. Was ist mit Billard? Billard ist ein Sport der straflosen Erleichterung. Vielleicht kann man beim Billard, darf man die Hand irgendwie anders auflegen oder darf die Verlängerung nehmen und das ist dann eine straflose Erleichterung. Schach. Golf. Wir haben doch immer Golf bei so komischen Sachen. Es gibt bestimmt so eine Erleichterung, dass man den Ball von... Ja! Also der Ball liegt auf einem Igel und der Igel rennt weg. Und dann darf man... zum Beispiel. Das ist gut, das ist gut. Normalerweise muss man den, wenn man irgendetwas verändert, muss man, da kriegt man irgendwelche Strafstöße. Eine Schlägerlänge vom Raff weglegen oder also was? Golf ist gut. So. Ja. Eine andere Frage? Nee, für die, aber was ist eine straflose Erleichterung? Also entweder darfst du pinkeln gehen beim Golf in der Runde, wenn... Ihr müsst es mir nicht genau sagen, es reicht mir, wenn... Wenn man den Ball woanders platziert, als man ihn eigentlich abschlagen müsste. Genau. Wenn man den Ort verändert, der Golfball, der wohnt ja zum Schluss irgendwo, in einem Sandbunker oder in einem Teich. Ja. Am Ende ist er ins Wasser geplumpst. Ja. Und der straflos ist, dass der jetzt praktisch an der Stelle, wo der in den Teich geplumpst ist, am Ufer darf der weitermachen. Weil aus dem Wasser kann er ihn ja nicht holen. Das wäre aber ein Strafschlag. Das ist alles Strafschläge. Der liegt vor einem Baum und man kann nicht ausholen mit dem Schläger. Jetzt darf man den Ball man darf ihn nicht näher ans Loch, aber man darf ihn weiter weglegen. Und das ist eine straflose Erleichterung. Damit kann man... Ist auch sowas, wenn der auf einem Baum liegt zum Beispiel. Dass man mal ein bisschen schütteln darf und der fällt runter. Jetzt hat er einen Gewissenskonflikt, weil wir haben es schon fast gesagt. Also wenn der einfach, beim Minigolf kenne ich das, dann will ich so 5 cm weiter reinlegen darf den Ball. Beim Minigolf darf man den so, wenn der zu nah an der Bande ist und man kann nicht schlagen, darf man den so 5 cm reinlegen. Das ist ja beim Golf auch so. Nur es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist richtig. Welche denn? Es muss ein Hindernis sein. Irgendwas. Was für eins? In Ausbesserung. Bunker zum Beispiel. Oder Platz in Ausbesserung. Ein LKW. Nein, ein Hindernis, was nicht umänderbar ist, sozusagen. Ein unveränderliches Hindernis. Ein Wohnwagen, der da geparkt wurde ohne Räder, der nicht veränderbar ist. Ein Hindernis, das ein Haus nicht beweglich ist. Nein, das beweglich ist. Nein, das vielleicht nicht zum Platz dazugehörig ist. So. Und da darf ich den Ball weglegen, um dann nochmal weiterzuspielen. Dann wird das Weiterspielen erleichtert, ohne dass ich einen Strafpunkt kriege. Genau. Und das ist eine straflose Erleichterung. Richtig, ja. So. Wir sind ja alles keine Golfer, ihr könnt es ja nicht wissen. Landet ein Golfball während des Spielens, zum Beispiel in der Baustelle, die da zufällig ist, oder da entsteht eine Parkbank und der landet direkt da drunter, dann gehört diese Bank ja nicht unmittelbar zum Platz. Im Bunker und im Wasser ist es wieder was anderes, das gehört dazu. Da darf man es nicht verändern, aber wenn der woanders liegt, kann man ihn wegnehmen und man kann ihn ein bisschen anders hinlegen und darf dann weiterspielen, ohne dass man einen Strafpunkt kassiert. Das ist so richtig und deswegen gibt es kein Geld, Detlef. Es tut mir wahnsinnig leid. Ihr habt sehr viel gewusst heute und ich bin sehr traurig. Kann ich mit gutem Gefühl weiter auf Tournee gehen, ne? Ja. Verstehst du? Ich weiß, was du meinst. Meine Damen und Herren, ich wollte Ihnen noch sagen, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns die schicken. Genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 10F20 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Und wenn Sie das alles gemacht haben und die ganzen Fragen los sind, dann gehen Sie zu Guido auf Tournee. Er wird Ihnen gleich sagen, wo er morgen ist. Morgen ist Guido in... Es ist manchmal, man wird ja älter. Es ist verhext aber auch. Ja, das Problem ist, im Internet nachgucken. Genau, weil vielleicht sind die Leute ja gar nicht in der Nähe und wollen lieber übermorgen hingehen. Genau, stimmt. Genau, übermorgen bist du? Ja, das ist. Im Internet einfach mal gucken, da steht das ja alles. Und ich hatte dir extra noch die Termine alle gesagt, dass du das vergessen hast. Ich hab's vergessen. Ja, ich hab mir können. Also schauen Sie im Internet nach, meine Damen und Herren, die ersten beiden Vorstellungen waren ausverkauft, waren sensationell.
Und ja. Sie können es noch erleben, erst noch eine Weile. Wie lange bist du noch auf Tour insgesamt? Bis zum 31. Oktober. Gut. Irre noch. Da so ist lang. Übrigens Berlin, das ist der letzte. Der letzte. Ja, ja. Sehr schön. Vielen Dank, dass Guido trotzdem heute Abend natürlich bei uns war, indem er trotzdem auf der Bühne stand heute. Danke. Das war Guido Meyer und Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.